Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich wieder neue Fashion Pieces, die ich von Amazon Fashion habe. Die sind sehr, sehr schön, die sind sehr frühlingshaft, die machen einem auf jeden Fall Lust auf besseres Wetter, auf Sonne, auf sich einfach gut fühlen. Und ich, ehrlich gesagt, hätte ich euch das Video am liebsten draußen gefilmt, wenn ich irgendwie spazieren gehe in der Sonne oder so. Wir hatten in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele schöne, sonnige Momente. Aber das Wetter spielt so verrückt, dass ich auf jeden Fall verpflichtet bin, euch das Video von zu Hause aus zu drehen. Ich werde alle Teile wie immer angezogen auch zeigen und auch dieses Mal kann einer von euch 100 Euro Gutschein gewinnen von Amazon Fashion. Dafür müsst ihr auf jeden Fall bei mir auf Instagram in der Story vorbeischauen. Da gibt es alle Bedingungen und da könnt ihr auch mitmachen. Aber jetzt zeige ich euch auf jeden Fall alle Teile, die ich so überhaupt neu da habe. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist dieses Kleid, das ich hier trage. Das ist ein Jeanskleid, das ist von der Marke Wrangler. Vielleicht kennt ihr das ja noch. Und ich bin auf jeden Fall ein Fan von Denim. Ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was man immer tragen kann. Ich mag das gerne, weil es meine blauen Augen immer mehr betont und ich finde, dass es zu allem passt. Also man kann darüber jetzt irgendwie einen cremefarbenen Cardigan anziehen, man kann eine Lederjacke drüber anziehen, man kann das alleine tragen mit einem Gürtel oder so. Ich bin auch sowieso ein Fan von Kleidern, also ist auf jeden Fall zwei in einem richtig cool. Die Länge ist auch sehr angenehm, ist nicht zu kurz, nicht zu lang und deshalb gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich werde euch jetzt einfach alle Teile zeigen, nach der Reihenfolge, wie sie so auf dem Stuhl hier liegen. Ansonsten zeige ich euch ja immer hier vorgeführt, wie man das so kombinieren könnte und wie das zusammen schön aussehen würde. Was zu Blau oder beziehungsweise zu Denim immer ganz gut passt, ist Gelb oder so Senftöne. Das ist jetzt eine Tasche, die ist von The Drop. Davon habe ich euch auch schon in dem letzten Video erzählt. The Drop gehört zu Amazon, ist aber eine Marke, die mit Influencern zusammenarbeitet. Also das ist auf jeden Fall eine Handtasche, die designt worden ist von einer Influencerin und ja, diese Kollektionen sind immer limitiert, aber da finde ich, gibt es immer so die besonders coolen Sachen und da habe ich zum einen diese Tasche gefunden, die gibt es noch in verschiedenen anderen Farben. Hier passt perfekt mein Handy rein, mein Portemonnaie, so ein paar Kleinigkeiten. Hier gibt es auch noch so ein Band drin, habe ich noch nicht ausgepackt, ehrlich gesagt, hier. Ja, dann kann man die Tasche auch Crossbody tragen, aber ich finde sie eigentlich gerade so richtig cool. Dann hat sie hier noch ein extra Fach und die schaut richtig cool aus. Also die schaut super aus zu diesem Jeanskleid zum Beispiel mit goldenem Schmuck, ne, so ungefähr wie ich das hier trage. Schaut auch sehr gut aus zu so cremefarbenen Looks zum Beispiel oder zu einem komplett weißen Look oder so, so für den Sommer, für den Frühling. Finde ich, die Tasche ist richtig, richtig cool und ja, einfach passend und auch total im Trend, ne? Diese kleineren Taschen, die sieht man jetzt überall. Dann zeige ich euch mal Schuhe. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Birkenstocks. Entweder liebt man sie oder man hasst sie. Ich liebe sie und ich trage sie im Sommer immer. Wenn auch nur irgendwie zu Hause oder mal kurz um auf die Terrasse rauszugehen oder irgendwie sogar durch die Stadt. Ich liebe Birkenstocks. Ich bin auch so ein Typ, ich habe eher einen breiteren Fuß. Ich hatte auch früher als Teenager sogar eine Operation, weil ich diesen Hallux Valux hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, wenn der Knochen so besonders heraussteht und der wurde mir wegoperiert. Und seitdem bin ich natürlich ein Fan von solchen Schuhen, weil sie für mich besonders bequem sind und ich finde, dass man sie auch super cool stylen kann. Solche Birkenstocks einfach mit einer Jeanshose und einem T-Shirt, einfach immer ein super lässiger Look. Sogar auch mit Kleidern kann man das schön anziehen. Ich habe schon Birkenstocks in Schwarz, in so einem Lackschwarz. Und dann dachte ich, ich bräuchte auf jeden Fall noch mehr in meiner Sammlung. Einfach etwas in einem anderen Ton, nicht so einem harten Schwarz. Und da habe ich mir jetzt diese bestellt in der Größe 38. Die fallen aber ein Stückchen groß aus. Ich weiß nicht, ob meine Füße geschrumpft sind. Ich trage normalerweise auch 38, aber die sind irgendwie ein bisschen groß. 37,5 wäre, glaube ich, noch besser oder 37. Ich werde sie auf jeden Fall eintauschen, aber ich wollte sie euch zeigen, weil ich einfach die Farbe richtig cool finde und die sind natürlich mega mäßig bequem. Und dann bleiben wir auch gerade mal bei Schuhen. Die wollte ich euch auch unbedingt zeigen. Die habe ich auch ganz neu bei Amazon Fashion bestellt. Das sind hier solche Slipper von Marco Polo und die sind auch in so einem cremigen Nude-Ton. Die haben auch eine Wildleder-Optik. Ich bin auch ein Wildleder-Fan, was auch so Jacken angeht oder so, ne? Oder auch Schuhe oder auch Taschen. Ich finde, das schaut irgendwie immer so besonders cool aus und hochwertig und ich, ja. Deswegen mussten die auf jeden Fall mit und das sind natürlich auch super bequeme und einfache Schuhe. Also
im Sinne von, man steigt da super einfach ein und geht los. Die kann man anziehen auch zum Beispiel auf die Arbeit, wenn es etwas schicker sein sollte. Aber es ist natürlich auch super luftig hier drin. Die sitzen sehr, sehr schön. Die machen einen Look auf jeden Fall auch ein bisschen schicker und eleganter. Die haben aber keinen Absatz. Das heißt, ihr könnt den ganzen Tag damit rumlaufen. Und ja, ich finde sie richtig schön. Gerade auch, weil sie so ein bisschen schmaler nach vorne hingehen, machen sie auch einen sehr, sehr schönen Fuß. Und ja, die kann man auch wunderbar zu vielen verschiedenen Sachen jetzt im Frühling kombinieren. Ich habe noch ein paar Schuhe für die Schuhlover unter euch. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich freuen. Das ist das dritte Paar Schuhe, die ich auch bestellt habe bei Amazon. Das ist übrigens auch von The Drop. Ich weiß leider nicht genau, welche Influencer oder welche Influencerin genau die jetzt designt hat. Aber das sind auch einfach solche super einfache schwarze Schuhe, die man auf jeden Fall immer haben sollte, weil ich finde auch oft, wenn man nicht weiß, welche Schuhe soll ich jetzt dazu anziehen, gerade wenn man abends weggeht oder so. Ne? Man weiß oft nicht, ja, was würde denn jetzt passen. Solche Schuhe passen immer. Wichtig ist natürlich, dass die auch bequem sind. Und die sind auf jeden Fall bequem. Die sitzen sehr, sehr gut. Gerade ich mit meinem Fuß, wie ich den beschrieben habe, ich komme sehr, sehr gut darauf zurecht. Ich weiß natürlich jetzt nicht 3 Kilometer damit laufen, aber jetzt vom Anprobieren, vom damit Shooten, damit zu Hause rumlaufen, muss ich sagen, sind sie echt sehr bequem. Und die haben auch hier so ein Gummi. Das heißt, die passen sich auch wunderbar eurem Fuß an. Ich habe sie in der Größe 38,5 und das passt auf jeden Fall wunderbar. Ich finde den Absatz auch richtig cool. Es ist also schmal ist hier und von hinten aber richtig breit. Die sehen super stylisch aus, sehr modern, super bequem. Kann man zum Beispiel auch wieder mit einer Jeans und einem weißen Hemd oder so anziehen oder aber auch mit einem schicken Kleid oder also gibt unendlich viele Optionen, zu denen man diese Schuhe kombinieren könnte. Die sind wie gesagt auch von The Drop, deswegen muss man gucken, ob es die noch gibt. Aber wenn ich was finde, was es noch gibt oder generell alles, was ich hier so euch zeige, werde ich auf jeden Fall wie immer in der Infobox verlinken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, falls euch das eine oder andere interessiert. So, dann machen wir mal weiter mit Denim. Zurück zu Denim. Hier habe ich solche Hosen, Jeanshosen. Die sind auch von The Drop wieder. Ich habe sie in der Größe 26. Das ist auch die, die ich normal, ja, 25, 26 sind so die Größen, die ich normalerweise trage. Das ist so die Weite hier. Und die habe ich eben von The Drop, wie gesagt. Ich fand die Waschung einfach optimal, perfekt. Das sind genau solche Jeanshosen, die ich am liebsten trage. Die sind auch so angedacht, dass die einfach ein bisschen breiter, gerade geschnitten sind. Und die Länge ist wirklich optimal, aber oben sind sie mir so ein bisschen zu groß. Und das ist auch das, was ich auf jeden Fall beobachtet habe mit The Drop, dass die Sachen oft einfach größer ausfallen. Das heißt, wenn ihr euch da was bestellt, bestellt lieber eine Größe kleiner, weil dann passt das eher. Da muss man sich auf jeden Fall so ein bisschen rantasten. Aber an sich super schöne Waschung, wirklich eine richtig coole Jeans. Schade, dass sie nicht passt. Ich werde sie auf jeden Fall auch umtauschen. Dann, liebe Freunde, ein wunderschöner, cremefarbiger, weicher Pullover. Der ist jetzt von Selected Femme. Der ist so richtig schön, kastig, breit, groß, kuschelig, wunderschön. Ich liebe solche Pullover und ich weiß, wir haben Frühling, wir bewegen uns Richtung warme Temperaturen, aber trotzdem gehören solche Pullis natürlich auch dazu. Gerade auch zum Beispiel mit diesem Kleid, das kann man hier wunderbar einmal drüber werfen. Wenn auch nicht anziehen, ne, sondern einfach so zum Beispiel. Es ist auch einfach schon cool. Und ich muss euch erzählen, was mir passiert ist. Ich hatte auch schon mal so ein Pullover, eigentlich fast genau den gleichen. Und ja, der hat eventuell die letzte Wäsche nicht überlebt und ist so klein geworden. Und das war wirklich vorher so ein schöner Oversized-Pullover. Und jetzt ist er so mickrig klein. Und ich war so traurig und wusste, ich brauche auf jeden Fall wieder so einen Pullover. Und der ist mega schön. Der hat auch so einen hohen, etwas engeren Kragen. Also nicht ganz so hoch bis hier. Aber schaut einfach toll aus. Und solche Pullover auch mit zum Beispiel so einem monochromen Look, ne? Auch mit einer beigen Hose oder vielleicht mit einem Rock darunter oder über ein Kleid und dann ein Gürtel darüber oder so, ne? Gibt auch hier wieder super viele verschiedene Optionen. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Kleid, so ein Pulli. Das ist so ein Basic. Das könnt ihr jedes Jahr anziehen, im Herbst, im Frühling, im Winter. Das könnt ihr zu allen möglichen Sachen kombinieren. Das ist auf jeden Fall so ein Basic-Teil, das ich euch empfehlen würde, auf jeden Fall in eurem Kleiderschrank zu haben. Und wenn wir schon von cremefarbenen Sachen sprechen, von denen ich auf jeden Fall Fan bin, und gerade so einen monochromen Look, da habe ich so eine Fake-Lederhose für euch.
Ich bin so happy mit der. Lederhosen sind für mich auch so ein Basic-Teil, was man auf jeden Fall im Kleiderschrank haben sollte. Auf jeden Fall eine schwarze Lederhose. Die kann man so cool kombinieren, auch zum schön rausgehen irgendwie abends oder auch zum Shoppen gehen, einfach mit einem T-Shirt und einer Jeansjacke oder so, ne? Also kann man auch wirklich super schön kombinieren zu verschiedenen Styles. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es dann einfach mal mit einer hellen Variante? Die ist jetzt von Only und in der Größe XS. Und die sitzt wirklich wunderschön wie angegossen. Auch die Länge ist richtig schön, die ist super weich, also die ist auch sehr, sehr, sehr bequem. Und auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so warm ist, ich sag mal so, wenn der Frühling so ist wie jetzt aktuell, passt diese Hose natürlich perfekt. Sieht auch mega aus mit weißen Sneakern zum Beispiel oder auch mit schicken Schuhen, mit zum Beispiel diesen schwarzen, die ich euch gezeigt habe. Einfach nur cool. Auch wieder so ein Basic Piece, was aber zu vielen, vielen Looks passen wird. Auch zu einem weißen Hemd zum Beispiel darüber sehe ich absolut. Oder eine Jeansjacke, einfach cool. Und als nächstes zeige ich euch etwas sehr, sehr, sehr Bequemes und Gemütliches. Und zwar so eine gemütliche gestrickte Shorts und die hat hier auf jeden Fall so ein schönes festes Bund so an der Taille, dass es auf jeden Fall irgendwie doch noch eine Form hat und nicht so ganz verfällt, wisst ihr, wie ich meine? Weil so gestrickte Sachen, die passen sich ja schon sehr dem Körper an irgendwann. Aber die schaut richtig schön aus und schmeichelt sehr dem Körper. Ich habe die wieder von The Drop und das ist die Größe XXS. Ich glaube, ich habe das mal riskiert, weil es keine anderen Größen mehr gab. Und ich wollte das unbedingt haben, weil ich es so cool finde. Und gerade diese ganzen gestrickten langen Hosen und gestrickte Shorts und so weiter, das ist auf jeden Fall ein Trend, der jetzt in letzter Zeit gekommen ist, wo wir viel zu Hause waren. Und das kann man natürlich wunderbar zu Hause anziehen. Aber wenn ihr das cool stylt mit zum Beispiel einem weißen Oversized-Hemd oder so, dann kann man das auch draußen anziehen. Auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall machen. Die ist etwas kürzer, also wenn ihr auch so ein Mensch seid, dem vielleicht immer warm ist zu Hause oder so, dann könnt ihr diese Hose jetzt wunderbar anziehen. Die ist so weich und so kuschelig und so bequem und für eben so einen Zuhause-Frühlingslook ist es auf jeden Fall die perfekte Hose. Und wunderbar kann man dazu dieses Oberteil kombinieren. Das ist auch von The Drop. Und das ist in der Größe XS und es passt perfekt. Das meine ich mit, ihr könnt eine Größe kleiner nehmen und dann wird es richtig gut sitzen. Das ist auch wieder so ein Basic-Oberteil. Das hat so einen angenehmen, weichen Stoff. Diesen Karamellton finde ich auch wunderschön. Auch jetzt mit meiner Haarfarbe oder auch wenn ich jetzt blond wäre, eigentlich egal welche Haar oder Haarfarbe, ehrlich gesagt. Sitzt richtig gut, hat auch unten so einen Bund. Also könnt ihr einfach so runter fallen lassen, so tragen oder einmal nach innen umkrempeln, ist auch richtig schön. Die Ärmel sind toll. Der ist nicht ganz dünn, aber auch nicht so wirklich schon so ein Pulli, irgendwie was dazwischen. Also perfekt auch für den Frühling, weil man oft nicht weiß, was ziehe ich jetzt an. Ja, ziehe ich jetzt nicht dünn an oder bin ich zu warm, zu kalt angezogen? Ne? Das ist eigentlich so ein perfektes Teil. Das sehe ich wieder mit einer schwarzen Lederjacke oder mit einem Jeanshemd oder mit einem Lederrock zum Beispiel oder so, ne? Kann man gemütlich, aber ein bisschen schicker anziehen. Ist so bequem, also wirklich so angenehm auf der Haut. Auch einfach so kuschelig. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich immer wichtig finde, dass man Sachen trägt, dass man sich in denen nicht so verkleidet fühlt, sondern dass man sich einfach wohlfühlt. Und dass man Sachen nicht nur anzieht, weil sie super aussehen, sondern weil sie sich auch gut anfühlen. Einfach, dass man sich da drin gut fühlt. Und hier ist auch, ne, das ist so ein bisschen weiter geschnitten, das heißt, es ist nicht zu eng. Ihr könnt damit essen und es guckt nicht überall alles raus. Also richtig schön. Und zum Thema zu warm, zu kalt angezogene. Da passt auf jeden Fall auch diese Jacke sehr, sehr gut zu. Die schaut so cool aus und ich mag es mega. Also Karo geht auf jeden Fall auch immer. Streifen, Karo und sowas. Ne? Das sind so Muster, die gehen. Die sind nie out of trend. Das hat auch eine richtig coole Länge. Super bequem. Kann man auch wunderschön, wunderbar anziehen, wenn man jetzt draußen spazieren geht oder so oder zu Hause irgendwie was macht oder mal zu den Eltern fährt oder so, ne? Für solche Lebenslagen ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Oberteil und kann man einfach mal drüber werfen und darin ist es nicht zu kalt, nicht zu warm. Es ist auch wirklich so kuschelig, wie es ausschaut. Es ist einfach nur mega. Und das ist zum Beispiel, ja, von The Drop. Und das ist in der Größe XXS. Aber es passt trotzdem richtig gut. Das ist aber so ein Oberteil auch, was man einfach
so über die Schultern werfen könnte. Das könnte man mit einem T-Shirt anziehen oder aber auch mit einem Longsleeve drunter oder so. Über oder unter eine Lederjacke sogar. So ein Style kann man ja auch. Ich habe zum Beispiel eine mega krasse Oversize Lederjacke. Die würde ich jetzt zum Beispiel auch da drüber anziehen. Wenn ich ja keine Lust mehr habe auf Winterjacke oder so, dann würde ich zum Beispiel Lederjacke und diese Jacke kombinieren. Und dann finde ich, das ist eigentlich auch schon ein ziemlich cooler Look. Die hat auch eine sehr, sehr schöne Länge. Also wenn ihr zum Beispiel Leggings anzieht und so euer Po nicht gerade rausschauen soll, das finde ich eben irgendwie so ein No-Go. Ich finde, Leggings zieht man nur an, wenn der Po dann auch bedeckt ist, also wenn ihr mich fragt. Und hier könnt ihr zum Beispiel einfach ein T-Shirt anziehen, Leggings, und mit diesem Oberteil dann, das verdeckt auf jeden Fall unten alles sehr, sehr schön und elegant. Und ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Basic-Teil. Es wird auch zu allen möglichen Farben passen und das kann man auch wunderbar up- und down-dressen. Und ja, apropos dressen. Ich habe ja noch das letzte Teil, was ich euch zeigen möchte, ist ein Kleid. Und es ist auch in so einem mega coolen Ton. Das ist so ein kühles Beige, würde ich sagen, oder fast so ein Stone-Ton, Stein. Ne? Das ist so ein Kleid, das ist so ein bisschen wie so ein Unterhemdschnitt hier oben. Wobei das ist hier am Kragen sehr hoch geschnitten. Das finde ich immer so elegant und wunderschön. Es ist ein Rundhalsausschnitt. Aber nicht so, wisst ihr, das ist so ein bisschen mehr am Hals und das mag ich immer am meisten, auch bei T-Shirts finde ich das immer so, so schön. Hier ist es auch wunderbar ausgeschnitten, es drückt nichts hier, ne, es betont nicht irgendwie so Hautfältchen oder sowas, richtig schön. Und dann ist es auch ganz, ganz lang, was auch sehr schön ist. Und ihr könnt aber trotzdem sehr gut darin laufen. Auch wenn es lang ist, denn es hat so einen Schlitz hier an der Seite, der auch relativ hoch ist, aber auch nicht zu hoch, dass man sich unwohl fühlt. Und das Kleid, Leute, wird auf jeden Fall mein Favorit im Frühling, weil, also wenn es warm genug ist, das anzuziehen. Ich werde das tragen mit weißen Sneakern, mit einem Gürtel und einer Oversized Jeansjacke oder Lederjacke. Sehe ich absolut. Ist einfach so ein mega stylischer, moderner, bequemer Look. Kann jeder anziehen, wirklich. Jeder wird sich darin wohlfühlen. Es ist auch stretchy, das passt sich euch an. Das ist so im Oberkörper ein bisschen enger, aber nach unten hin läuft das so ein bisschen gerade. Also man fühlt sich darin wohl und auch nicht zu schick. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, ich finde die Farbe auch richtig schön. So generell, so schöne Beige-Töne oder auch dieser Stone-Ton, das macht das die Kleidung auch so hochwertig. Die Sachen sehen auch viel teurer aus, wenn sie wirklich so tolle Farben haben, wie zum Beispiel dieser wunderschöne Ton. Dazu sieht Gold zum Beispiel richtig gut aus, aber auch Silber, ne? Mega cool. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, da werde ich die ganzen Sachen nochmal verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auf jeden Fall Lust auf Frühling, Frühlingsfashion, auf die Sonne und dass hoffentlich auch alles besser wird. Und you know what I mean. Und ich wünsche euch jetzt einen sehr, sehr schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Video. Und bis dahin alles Liebe. Ciao.